Willkommen zurück zu Sonic Unleashed, die Hölle auf Erden. Ja, das kann man auch Hölle auf Erden nennen. Mit Wizard. Jupp, jupp. Und wir machen weiter mit Shunan, der richtigen Hölle. Beim letzten Mal war es die absolute Hölle für mich, vor 7 Jahren. Und jetzt wird es bestimmt noch höllischer. Ich bin schon viel Spaß beim Leiten. Der hat sich ja Popcorn schon geholt dafür. Ja, Popcorn nicht, aber ich habe Schokolade hier. Ja, irgendwas muss er ja essen, während er sich schlapp lacht. Genau deswegen. Mann, komm, das war obvious. Ach, die haben die Sprungpferde entfernt. GG, like a boss. Haben sie nicht, das war die Box links. Ach so. Egal. Ah, schau so. Und, mach ich einfach den Trick wie immer. Einfach durchrennen. Das ist eigentlich gemein. Ja, ich hab's gemerkt, ich wollte B drücken. Du konntest nichts drücken, ne? Doch, ich konnte drücken, aber ich hab zu spät reagiert. Ich hab's realisiert, aber zu spät meine Aktion ausgeführt. Ja. Wie kannst du es wagen, in dem Sonic-Spiel langsam zu sein? Ja. Ich hab's realisiert, so. Ich hab A gedrückt! Hä? Das ist ja genauso wie der Frontier Spark, den ich gefunden habe letztens. Ah. Und zwar habe ich einen Bug festgestellt, dass einfach Sonic mitten da durch, einfach durch dieses Feld einfach durchgeflogen ist. Er war drin, ist er einfach rausgeboostet. Ohne Aktion. Wobei, ich bin jetzt hier in der Zone 3-1. Kennst du ja, hauptweise durch die Wände einfach rausgeflogen. Durch die Zäune, durch die Wände. Keine Ahnung. Gibt es sowas wie Wände nicht mehr richtig oder ist das nur noch Deko? War es ein 2D-Bereich? 3D. Im 2D-Bereich würde das Sinn machen, weil du sollst ja nirgendwo sein, außer in der einen Linie. Wow. Wow. Das war. Ich wollte sagen, du hast gerade Sahne gehabt, aber die hast du auch wieder weggeschmissen. Ja. Ah, man merkt schon, jetzt wollen sie wirklich einleiten, sehen nur noch. Sowieso. Dafür sind die Level da. Apropos Leiden, hast du dir das Sonic Frontiers Update schon angesehen? Darüber habe ich davon gesprochen. So. Ich dachte, du redest hiervon. Oh mein Gott, ich bin weiter. Also Extreme Mode ist ein bisschen übertrieben, wenn du mich fragst, weil die hätten einfach sagen können, ja, jeder Treffer zieht dir jetzt alle Ringe ab. Das wär schon schwieriger gewesen, weil auf die Art und Weise waren die alten Sonic-Spiele schwieriger als die modernen. Aber nein, jeder Treffer bringt dich um. Du hast ja immer noch die ganzen Quick-Saves und die Checkpoints und so, also das Spiel speichert immer noch so ab wie früher auch. Nur halt, wow, frech. Ja, das war jetzt nötig, das Opfer musste ich leider bringen. Halt, das Spiel ist trotzdem sehr clunky. Ich habe mir gestern einen Streamer angesehen, Shari5. Der hat den Extreme-Mode angefangen. Na, nur auf Chronos Island eben. Und wow. Der hat einen Haufen Versuche gebraucht für Asura, weil Sonic halt nicht immer getan hat, was er sollte. Manchmal spielt die Steuerung so ein bisschen verrückt bei dem Spiel. Ich habe schon gedrückt, willst mich verarschen. Spiel, ja. Ja, ich mach gerade ab, alles kaputt. Oh. Merke ich. Lenke ich dich ab? Nö. Scheiße. War das ein Plan oder was? Naja, der Plan ist fehlgeschlagen, du konzentrierst dich ja voll. Scheiße. Ich mache bis das Plan zunichte, wie kann ich nur? Du machst gar nichts zunichte.
nur meine Freizeit. Okay, weißt du mal Bescheid. Und ich weiß, dass ich bei der Plattform aufpassen muss. Der kann meinetwegen sterben. Bei Robotern und Stacheln übrigens auch, besonders wenn du keine Ringe mehr hast. Genau. Oh mein Gott, schau. Ganz ehrlich, ich bin bei 3-2, das war es 2-2, bin ich verzweifelt im Frontiers bei dem hier. Cyberspace Run. Und das war das Shunan Level. Oh, ja, das war, glaube ich, ein alternatives. Nee. Das war das Haupt-Shunan Level. Genau. Nee, das war das Alternativ-Level. Das war Act 3. Stimmt, das war auf der dritten Insel, ne? Ja. Alter, dann hatte ich keinen Bock mehr gehabt, Alter. Schräg, eigentlich nicht die dritte Insel, eigentlich nur ein Teil von Kronos, den sie nicht auf die erste Insel gepackt haben. Aber egal. Mir sind die Ringe nicht ausgegangen. Das will eben jetzt das Spiel nicht erzählen. Doch. Das Spiel lügt. Das erzählt Lügengeschichten hier. So, jetzt muss ich mal rüber. Bitte lass mich leben. Ja. So, bis zum Thema Leben. Du hast noch 24, ist doch cool. Jetzt muss ich noch gucken. Ich hab den Chaotix heute in Sonic Heroes fertig gekriegt. Ja. So an die 50 Leben zum Schluss. Weißt du, ich hab nur ganz kurz mal zugeschaut, weil ich hab irgendwie am Nachmittag gepennt. Als ich gesehen habe in Quametropolis mit den Kanonen, ich dachte mir so innerlich, ist das dein scheiß Ernst? Nimm Tantau-Shoot! Ja, nee, so weit kann Charmin nicht schießen. Und das kann man, das ist ganz, ganz wirklich. Ich trau dem Spiel auch nicht. Ich trau dem Spiel auch nicht zu, dass es ordentlich zielt. Weil immer, wenn ich es gebraucht habe, hat es das nicht getan. Ich habe es bei Beziehungen gemacht, hat immer funktioniert. Ja, was ich weiß, ist, dass der Team Blast an der Stelle nicht funktioniert. Ja, das also, ist halt. Du kannst ihn schon machen, aber es passiert halt nichts. Ich habe das erste Level in uns. Das erste! Nur 8 Minuten! Na gut, ja, 7 Minuten. Alter, das ist. Das ist Bullshit. Aber ey, deswegen seid ihr hier, um mich allein zu sehen. Und hey, wir haben ja noch 2 Alternativlevel immer noch vor uns, die kommen. Jetzt kommt erstmal 2-2. Also, Level 2 in schwer. Naja, was meine Streams angeht, ich habe beschlossen, mir die Sonic Frontiers Updates im Stream erst dann zu geben, wenn alle rausgekommen sind. Weil das Spiel ist noch nicht so lange raus und ich kann das bis auf Extreme und kann ich alles an einem Samstag machen. Das dauert. Oh, meine Fräse! Ich hab meinem Kumpel Chris schon einen Tipp gegeben, wenn er Update 1 bringen soll, er soll sich schon mal gefasst machen auf die Rages. Ich habe ihn so schon mal vorgewarnt, weil ich genau weiß, wenn der das macht, der wird so ausrasten, ich schwör's dir. Sein Controller wird definitiv das nicht überleben. Er muss aber auch echt bescheuert sein, wenn er einen Controller dafür opfert. Weißt du, es gab einen, der hat mal wegen FIFA schon mal einen Controller durch den Monitor geworfen, also von daher. Das ist jetzt übrigens kein Witz. Ich glaub dir das wohl. Ich weiß, dass Leute so blöd sein können. Man muss immer in Betracht ziehen, wie teuer so ein Scheiß ist. Die Controller damals waren alle noch recht billig, aber inzwischen kosten sie 70, 80 Euro. Da darfst du es dir schon überlegen, ob du einen Controller dabei kaputt machst oder nicht. Mit meinem PS3-Controller muss ich auch vorsichtig sein, weil PS3-Controller werden ja gar nicht mehr hergestellt. Kommen Ballons wieder? Ja, sie kommen wieder. Ach ja, stimmt, das ist der blöde Der Level war schon arschig, ohne dass er DLC war. An dem könntest du eine Weile sitzen. So, ich bin erstmal weiter. Oh mein Gott! Ähm.
Ja, du musst B drücken. in der Kopf in die Sprungfeder. Das musst du erstmal geben. Aber ey, wir wissen jetzt, was uns erwartet, ne? Das. Eine saftige Rakete im Arsch. Da ich R drücken sollen. I know. Oh. Das hat er nicht getan. Ja. Du darfst nicht auf dem Wasser joggen, dann säufst du ab. Ja, ich will ja gerne, aber... Alter, ja, warum hat er jetzt nicht den... Homing-Tag gemacht? Das wäre jetzt... Dann wäre ich überlebt. Aber gut. Das heißt, Alter. Ich bin gesprungen, aber... Erzähl's mal... Ja, die Rakete hat Zielsuchfunktion, ich sehe es. Aber ey, ich habe Infinite Leben, ne? Solange du das immer einsammelst. Das kannst du nicht verfehlen. Ich hab A gedrückt, aber ja, hat's. Genau. Oh, wir sind weiter. Oh Gott. Ach, muss man warm ist das Ding runterkommen oder was? Das konnte ich auch wissen. Habe ich erwähnt, dass ich hier beim letzten Mal eine Stunde gehangen habe? Ich glaube, wir werden auf die Stunde auch noch kommen. Da gehe ich von aus. Wie schon gesagt, der Level war ja schon arschig als normale Version. Was war das jetzt? Das weiß ich selber nicht, weil ich da gerade blinzeln musste. So ist das. Du musst auf stehen bleiben, die fährt hoch. Verstehe. Wir haben es kapiert. Go! 10 Sekunden später. Nee. Ich habe immer noch, wie wir das hier eigentlich machen mit dem hier da durchfliegen. Greift mich an, ihr Raketen. Hä? Ja. Ja, 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 ja! Sag nicht zu viel ja, sonst denken alle noch bestimmt hinzu. Okay. Und von Xbox Live getrennt. Deine Mutter wurde getrennt. Ja. Das ist beschissen, weil du nie weißt, welche Höhe du ansetzen musst. Ich glaube, im Inneren ist er besser froh, die dafür nicht machen zu müssen. Ja. Du machst gerade echt gute Beispiele dafür, warum ich mir ein DLC doch nicht holen sollte, dass er nicht könnte. Das ist ja Anti-Werbung, Alter. Ich meine, Sega ist selber schuld, warum machen sie die Level so?
Die hätten besser neue originale Level machen können, statt überall Stachel reinzupacken, wo sie nicht hingehören. Fast geschafft! Die Idee war nicht schlecht. Die Umsetzung war das Beschissene. Weißt du, diese ganzen Level hätte man standalone in Eggman Land reinpacken können, weil da wären sie passend gewesen. Weil dann hätte keiner angepasst, nicht wahr? Wahrscheinlich. Na, gibt's die Verrückten, die können das alles hier direkt hier ohne Dev. Ja, Leute, die es S-ranken. Oh mein Gott, wir sind weiter. Sag das nicht zu oft, nachher stirbst du wieder und dann fangen wir wieder von vorne an. Wir können von vorne anfangen, Checkpoint. Ah. Siehst du, das hat das Original von dem Level, glaube ich, nicht gehabt. Ich habe B gedrückt, aber gut, wir reden mal darüber. Oh, I see it. I see it, I see it, and now it's all within my reach. Der Gesang hat die Blume zum Abschluss gebracht. Sie dachte sich so, danke Wizard. Also im positiven Sinne, nicht negativen. Ich habe beschissen gesungen, das wusste ich auch. Das war mein Plan. Oh, shit. Warte, was? Noch eine Runde? Ehrenrunde, Bonusrunde. Das war. Ja. Ja. Was war das, Sonic? Ich bin eigentlich gleich gesprungen, aber das lassen wir mal außen vor. Ich glaube, ich bin auch eh ne. Ach du Scheiße. Wann bringt mich das Spiel um? Oh, oh Gott! Was? Noch eine Runde? Also jetzt das Spiel wirklich Lust, mich leiden zu sehen. Eindeutig, also langsam erkenne ich die Absichten dahinter. Oh, 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 oh. Das war gut, die Idee? Ja. Du machst das schon. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt die Hebelstellung, aber am Ende, ja. Hat es doch nicht gereicht. Warum sieht er immer genau da irgendwas da an? Das wundert mich.
Ja. Ballert da weiter rum. Schippt euch auch kein Stück weiter. Wir denken, alle ballern ist die beste Lösung. Ja. Deshalb drücke ich den A-Knopf. Ja, warum mache ich es eigentlich nicht? Die Idee war es eigentlich nicht schlecht. Und das ist kriminell. Ich mach das jetzt wirklich. So. Jetzt war mir auch alles egal. Wir hängen jetzt. Muss ja auch sein. 12 Minuten. 12 Minuten für das! Sei da froh, es ist keine Stunde. Die Stunde kommt noch! Und sie wird heftig. Jetzt kommt nämlich das. Jetzt kommt der Unknown Shit. Holy. M-Sack, hast du irgendwas verloren? Gessen, so. Guck mal, ein Penny. Den müssen wir retten. Warum rutscht er nicht so? Das ist kein Eis, Junge. Ich glaube, ums Eis geht gar nicht. Das sind halt bewegende Plattformen. Da muss ich mal Sonic bemühen, mal ordentlich zu bewegen. Und... Ja, ich kann froh sein. Nächstes Wochenende kann ich die Last Story in Sonic Heroes machen. Und dann muss ich das Spiel für eine Weile nicht mehr anrühren. Die ganzen A-Ränge holen will ich mir nicht. Die Frage ist, was gehe ich ein? Ich gehe das ein. Ich habe B getroffen, Knopf gedrückt, aber ja, verrat's mal bitte keinem. Oh. Oh. Alter. Was mache ich hier eigentlich? Die Frage muss ich... You spin me right round, baby. Genau. Ey. Ich wollte gerade sagen, bist du zu dumm, da drauf zu springen, aber wenn ich drüber nachdenke. Das war... Ich habe den A-Knopf gedrückt, wie ich mich... Das Spiel will mich rollen. Das hast du jetzt nicht gesehen. Was zum Teufel war das jetzt? Für eine Leid. What the fuck? Das war der Akt 4, jetzt kommt noch der Akt 5. Ach Gott, was war denn der? Wenn ich das auch wüsste, ne? Irgendwas mit Wasser. Das Wasser der Schande. Eindeutig. Ich nehme einfach die Taktik. Diese
Kursbu. Na was, funktioniert das? Warum ist da ein Felsen? Warum ist er mir im Weg? Warum hältst du an? Du bist Jesus, du kannst nicht runterfallen. Was mache ich hier eigentlich nur? Selber habe ich mich auch gerade gefragt. Weil ich mich auch frage, warum leckt es so? Du spielst auf einer One, die läuft wie eine 360 und das Spiel lief schon auf einer 360 nicht gut. Ja, das ist diese Funpark-Map. Ich glaube, die habe ich als Generations-Mod gespielt mal. Die war nicht schön. Die war grauenhaft. Was, die gab's mal als Mod, diese Map hier? Glaube ich. Entweder das oder ich habe die normale Version von dieser Map gespielt, die nicht DLC war. Ich meine, Shunan hat eine Map von der Sorte. Wie viele Runden kommen denn noch? Nun, die Runden sind sehr klein und die wissen wahrscheinlich, dass du den meisten Sachen gut ausweichen kannst. Also, wie kommst eigentlich, dass du in den DLCs Leben sammelst, anstatt verlierst? Gegenfrage, warum schwingt der Hammer? Okay, das ist das Ende. Wir haben es geschafft. Wir haben die Hölle bezwungen. Spannend gehabt. Weißt du, bis würde ich jetzt gerne sagen, Part End. Im nächsten Mal machen wir dann die Nachtlevel. Wir haben schon eine halbe Stunde. Ja, du hast ja so lange an dem Rundkurs verballert. Was kann ich dafür? Alles. Danke für die netten Worte. Wisst ihr Leute, wir machen es einfach so jetzt, wir machen jetzt einfach die Level durch, ziehen wenn der Partner eine Stunde wird, beschwör euch bei Sega, zeigt sie an, dann ja, dann werden sie schon sehen, was sie tun. Gar nichts. Die werden die Bugs fixen? Bezweifle ich. Ja, glaubst du aber selber nicht. Da gab's schon dran. 1, 2. Ach, verstanden, klar, hier! Was für eine geile Scheiße. Oh, ich sehe schon kommen, was hier passieren wird. Ach, die haben es einfach gemacht, weil halt Spieler dumm sind, ne? Du weißt, du kommst ja einfach darüber. Ich meine, hier gibt es eine Medaille. Hallo. Ist es nicht das Ende vom normalen Nachtlevel? Ja, ist ja. Es. Oh, die haben gemerkt, dass es scheiße ist, darüber zu kommen. Also haben sie jetzt endlich so ein Ding dahingesetzt. Wow. Und jetzt kann man hier regulär rüber. Ist ja nett. Außerhalb der ganzen Stadtmission. Na, was sind sie denn, die Biester? Ich habe schon versucht, mich hier durch die Wände zu glitschen. Da ist nicht viel zu finden. Hi. Hi. Und goodbye.
Yo! Die Framerate hat mich gerade sehr überrascht. Ich kann ihn eigentlich normalerweise packen und rumschmeißen. Aber irgendwie fassen sie sich nicht an. Sind die unangreifbar, wenn die in diesem Modus sind? Nee, eigentlich nicht. So ein Buff kriegen die nur von einem Magier. Ja, die haben den Buff ja bekommen von einem Magier. Seltsam. Wisst ihr, eigentlich vermisse ich nicht die Geschwindigkeit meines uralten Laptops, wie der abgegangen ist bei Generations. Ja, ich gebe schon wieder damit an, es tut mir leid. Aber wie gesagt, ich erinnere mich gerade sofort daran, ne? Das gibt mir so Flashbacks. Und gut, dass Wizard nicht mehr weiß, wie schlecht er war. Das wäre so peinlich. Ja, ne, seit ich von YouTube runter bin, habe ich aufgehört, die meisten Dinge zu gucken. 3,5 FPS bei Shadow Hedgehog in der Emulation. Mit niedrigster Einstellung. Macht Fun. Nee. Ja. Ich hab das Spiel auch schon emuliert auf niedrig FPS gespielt. Es ist spielbar, aber es ist eine Qual. Ja. Es ist nur eine Qual. Es macht keinen Spaß. Nicht mal denen, die zusehen. Naja, das Spiel von 2014 dachte ich so, ja. Ein Low-FPS-Let's-Play, das ist das, was YouTube noch gebraucht hat. Und das ist übrigens kein Witz. Das war damals meine Intention. Es war kein 100%-Let's-Play, also noch... Du warst schon ein bescheuertes Kind, oder? Ja, nee, ich war sogar 18 in dem Moment noch. Ich war auch 18, hatte aber einen Schädel von einem 15-Jährigen, also... Ja, das wissen wir noch. Das Alter hat nicht viel zu sagen. Weiß ich. Aber dein Hedgehog LP war auch damals lustig gewesen, wirklich. Gab ja viele tolle Zitate. Ich habe Shadow of the Hedgehog erst dann emuliert gespielt, als ich auch einen Rechner hatte, der das einigermaßen auf die Reihe bekommt. War nicht leicht. Man weiß nur, wo konnte es endlich. Ja, der erste Rechner, mit dem ich Let's Plays angefangen hatte, war gerade noch dazu in der Lage, PS1-Spiele zu simulieren. PS2 lief zwar, aber nicht auf hohen FPS und schon gar nicht mit Aufnahme. Die Festplatte war viel zu langsam dazu. Alter, das muss ich gegenseitig weg, ohne. Weißt du, mein erster Supercar damals ein Problem gehabt, es war ein Supercar aus dem Jahr 2011 und war eigentlich für Windows ausgelegt. Der konnte noch nicht mal Sonic Riders, was für Windows XP ausgelegt war, aus dem Jahr 2005 auf 60 FPS abspielen und aufnehmen. Also oder aufnehmen. Das ist unglaublich. Ich dachte so, was ist das? Vor allem Sonic Riders hat doch keine hohe Qualität von der Grafik her. Ich habe mal versucht, die PS2-Version von Sonic Unleashed zu emulieren. Und nee, das lief ganz scheiße. Manche Spiele kann man und soll man nicht emulieren. Ne? Zum Beispiel Jack 2 läuft auch richtig mies auf Emulator. Das musst du entweder nativ laufen lassen irgendwie oder gar nicht. Es gibt Spiele, die funktionieren mit bestimmten Emulator-Versionen, zum Beispiel Mountie Abenteuer Bowser. Es gibt nur ein DSMU-Emulator, der das abspielen kann. Bei den anderen hängt sich das Ding sofort auf beim ersten Kampf. Oh, wer hätte damit rechnen können? Hey, das ist doch mal eine schöne Überraschung. Pass mal auf. Oh. Ja, meine Barriere ist im Arsch. Jetzt können wir ihn hops nehmen. Ich hab's ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber du kannst gegen diese Mini-Bosse die Barriere voll vergessen. Weil zumindest hier bei den stärksten Attacken, ja, aber bei so mit dem Hammer oder wenn er mit der Hand wegschlägt, das kannst du blocken. Oh,
Oh, wir haben noch ein Level. Weißt du, ich gucke auf die Uhr und frage mich so, warum habe ich letztes Mal eine Stunde dafür gebraucht? Wenn wir schon bei 35 Minuten sind. Ja. Will mir das immer sagen? Ja gut, ich habe beim ersten Mal noch nie hochgelevelt, wirklich. Also, ich war nie Max Level gewesen. Das ist mein erster Run mit Max Level. Na, ist doch toll. Das Leben hole ich mir. Weil ich auch kein Leben besitze. Oh Gott, hör auf mit dem, der sagt, cringe ich so hart. Ja, I'm sorry for that. Mehr. Oh. Stirbst du mal? Seine Antwort: Nein. Ich lasse ihn nicht mehr sterben, das ist unglaublich. Ich bin zum Hurensohn geworden. Hab's dann doch jetzt. Okay. Aber erstmal muss der weg. Warum ist da das Elektrovieh? Weil es elektrisch wird. Und wir angegriffen werden. Also, es macht Fun, aber es ist auch sehr risikoreich. Sei jetzt mal ehrlich, willst du lieber nur die Tag-DLC-Level spielen oder nur die Nacht-DLC-Level? Lieber die Nacht-DLC-Level, wenn ich ehrlich bin. Die machen mir einfach Spaß, ne? Ja, weil die konzentrieren sich nur auf das Kämpfen oder auf das Platforming und nicht auf hauptsächlich das Platforming. Denn das ist sowas von clunky in dem Spiel. Der war gerade zaubern, der Hurensohn. Wie kann er's wagen? Ich werde seine Bestimmung ein Ende bereiten. Oh nein. Das war so mies. Du hast gesehen, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Guck mal, was rechne ich überhaupt? Mit gar nichts hier fast, ne? Nein, du wirst dir keine wiederbeleben. Oh, die Xbox ist wenigstens auf 1080p raus. Ja. Das Einzige, was die Xbox One es drauf hat. Verein. Oh Gott. Kannst bitte sterben? Oh nein, jetzt komm. Oh. Ich glaube, das Level will mich echt noch mehr allein sehen. Aber ich finde, deshalb, was für Kulissen ist hier noch verbaut worden. Ja, ne? Sieht schön aus hier. Stell dir vor, mal ein reguläres Level, also das erste Act, der so lang geht. Ganz ehrlich, hätte die Wii-Version ein bisschen mehr Horsepower gehabt, hätte sie das auch so machen können.
Genau, der hätte genauso geile Level bauen können. Ganz ehrlich, das erinnert mich wirklich an die Weaver-Zone, weil das ist eine Menge Platforming mit den kleinen Viechern zum Greifen. Und dann kämpfen. In so einem Quadrat-Plattformartigen Platz. Das ist Level-Design wirklich wie Dims das gemacht hat. Und schließlich gibt es ja noch die roten Viecher. Da kommt er einfach gespawnt. Das ist doch gut, da muss er nicht einen suchen. Na, nimm so entgegen, Alter. Wir haben schon anfertig in 41 Minuten. Ich bin so stolz auf mich. Sauber. Ja. Dann wird es Zeit, den Part zu beenden, wa? Ja, genau. Im nächsten Part kommt, du kannst es denken, oder Oscar. Ich weiß von einem Level schon bereits im Tag-Level und ich habe da auf keinen Bock. Sag dir jetzt schon vorab. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin besucht schon besser. Link in der Videobeschreibung. Bye-bye. Und ciao. I see it, I see it.